Was ist der Preis für deine Ziele? Was bist du bereit aufzugeben? Und bist du in der Lage, auch Fehler einzugestehen? I was really trying to make this a very big film with strong emotions and strong characters.1755 ruft der dänische König zur Kultivierung und Besiedlung der wilden jütländischen Heide auf. Der frühere Hauptmann Ludwig Kaelen, ein unehelicher Sohn aus armen Verhältnissen, sieht darin die Möglichkeit zum gesellschaftlichen Aufstieg in den Adelstand. Der skrupellose Gutsherr Frederik de Schinkel erhebt aber Besitzansprüche auf das Niemandsland und will Ludwig um jeden Preis zum Scheitern bringen. Doch dieser stellt sich ihm und der unerbittlichen Natur mit aller Entschlossenheit entgegen. Ich habe den Stempel des Königs, ich darf hier sein. Hör auf, vom König zu reden, als ob du ihn kennst. Er weiß nicht mal von dir. Schinkel macht weiter, bis er gewinnt. Ich brauche dich. Es hat in Ludwig Kaelens großen Plan zu passen, damit er seinen Adelstitel kriegt. Kingsland basiert auf einem Roman von Ida Jessen, dessen Hauptfiguren lose an reale historische Vorbilder angelehnt sind. Als Ludwig Kaelen brilliert Mads Mikkelsen, der für diese Rolle beim Europäischen Filmpreis 2023 als bester Darsteller ausgezeichnet wurde. Felix Kramer spielt im Film einen deutschen Siedler. Inszeniert hat das Historiendrama der dänische Regisseur Nikolaj Arcel. The first question to you, Nikolaj, what attracted you as a director to tell this story? I think the characters, first of all. I thought the characters were, it's a novel. And when I read the novel, I thought the characters were beautifully written. You know, it's a great story about ambition and love and, you know, war and a lot of big themes that I enjoy. So that was the main thing. And what would you say is the essence of the story of Ludwig Kaelen? The essence, I would say, is that you have to be careful how much energy you spend on your ambitions and your drive and trying to become somebody, because you may lose the ones you love. Genau, nächste Frage an dich, Felix. Für dich war das ja das erste große internationale Kinoprojekt. Wie war das für dich? Ah, es war wunderbar. Also ich habe eine kurze Story. Ich hatte mit Nick einen kleinen FaceTime-Call, round about 20 minutes. Wir haben über das Buch gesprochen, über meine Rolle. Einen Tag später habe ich die Rolle bekommen. Dann war ich in Prag. Erster Tag, erster Drehtag, erster Take of everything. Und er sagt, okay, Mads, Felix, ihr geht jetzt über die Heide und macht eure Szene. Und im Background ist ein riesiges Aufgebot. Statisten, du hast Kinder, Tiere, du hast Feuer. Und darfst du nicht vergessen, du hast ja auch eine Szene, musst ja auch eine Emotion noch. Es geht ja nicht, ist ja kein, sozusagen kein Fußballspiel, das du inszenierst, sondern es geht ja in erster Linie wirklich um den Emotionalen, um die Bögen der Figuren. Und was ich sehr beeindruckend fand, dass Nikolai einfach, ich habe diese Spannung, die natürlich auf so einem Projekt auch ist, auch nie gespürt. Und es war ein unglaubliches Team und ich dachte mir so, okay, here we go. Ich denke immer, das ist ein großes dänisches Filmprojekt. Und ich bin froh, dass ich dabei war. Ja, und wie war es dann auch mit so einer Größe wie Mads Mikkelsen zusammenzudrehen? Wie es wahrscheinlich immer so ist, die Großen sind doch sehr gentle und sehr, also er ist ein unglaublicher Profi. Und wir hatten ja auch, er hat ja ein paar deutsche Texte und hat mich auch gefragt, wie das so zu betonen ist. Und wir haben dann so ein bisschen, also nicht gearbeitet, aber er hat mich ein bisschen gefragt und es war ganz wunderbar. Und ich bin wirklich ein Fanboy. Mads ist wirklich ein absoluter Teamplayer. Da ist nichts Shishi, da ist keine Art von zu fein. Er ist wirklich immer vorneweg, er ist wirklich ein richtiger Capitano. Und es ist toll, es einfach mit anzusehen. He's a very special actor. He's of course like one of the most talented actors in the world, if you ask me. But also he's, and I could hear Felix was talking about this, he's just a great guy. He's a very good partner, you know, on any movie project. I've worked with him once before. And he's passionate and he's trying to make everybody better and himself better all the time. So he's a very good guy. And what would you say, what kind of protagonist is Ludwig? He's a complex man. He's not your typical sort of movie hero. He's of course, he's a soldier and he's very sort of, some of his actions are quite
you know, heroic in nature, but the way that he thinks is complex. He's not always someone you like. He has a lot of you know, conflicted emotions within him. He is an illegitimate son of a landowner, and so he feels entitled. He feels that he should be more than he is, and that has maybe made him a little too, you know, driven, a little too much sort of trying to get control of life. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu deiner Rolle sagen. Also du spielst ja einen deutschen Siedler. Ja, ja, die Rolle ist im Prinzip überschaubar, aber es geht schon darum, dass die, so wie es in dem Film ja alle auf der Suche sind nach der Identität, etwas aufzubauen, was unmöglich scheint. Und diese Sehnsucht steckt in allen Figuren, glaube ich, in allen, auch in dem sogenannten Bösewicht im Film. Ja, und darum ging's. Das hier ist Hauptmann Kalen. Er ersucht um die Erlaubnis, die jütländische Heide urbar machen zu dürfen. Die Heide ist nicht urbar zu machen. Hier gibt's nur Heidekraut, Steine und Sand. Nichts kann dort wachsen. Ich kann die Heide bezwingen und eine Kolonie darauf gründen. Es ist unglaublich, was du hier machst. Ich kann schon spüren, das Leben, das hier entsteht. Herr der Schinkel möchte dich heute Abend auf sein Gut einladen. Es ist mir eine Ehre. What was your vision concerning the atmosphere and style of the movie? I had been looking a lot at the sort of old big epic movies like David Lean, you know, and Lawrence of Arabia and Dr. Zhivago and these sort of big sweeping epics. Not that you necessarily can do all that with the Danish budget, but you can do some of it if you're smart, and I was really trying to make this a very big film with strong emotions and strong characters, but also the visual look of it. I was trying to make it as big as I could. And what was the biggest challenge during shooting when you are in such a field or outside? I think the challenges are always big when you're shooting outside so much, because you never know when it starts to be rain. For instance, some of the scenes that me and Felix did together, we really had a lot of times when we had to stop because it started to rain, and then it was muddy, and we had to go in and wait, and then we go out, we shoot one image, then it starts to rain again. So it's always quite challenging. You have to really sort of stay calm and know that if you just like wait, the rain will always stop at some point. You just hope that it will be sooner rather than later. Wir sterben nicht für dein verdammtes Heideprojekt. Was hat dich so an der Filmgeschichte so vielleicht auch am meisten angesprochen? Also also in erster Linie immer wieder diese Headline, Life is Chaos. Ich glaube, dass das ein großes Thema ist. Ich würde sogar noch weitergehen, dass unser Ego Chaos ist. Dass unser Ego ist unser Feind. Also auch diese beiden Figuren, die gegeneinander kämpfen, das ist ja fast biblische Ausmaße. Das könnten ja auch Brüder sein. Die berühren sich ja auch in manchen Punkten, haben ja auch Gemeinsamkeiten. Nur der eine wählt diesen Weg und der andere wählt diesen Weg. Und ich finde das, was ich so toll finde an den Figuren, es ist nicht schwarz und weiß. Das Leben ist Chaos, Ludwig. Ist das so schwer zu verstehen? So eine Rachegeschichte, also oder zumindest mich persönlich zieht das auch immer irgendwie mit sehr rein. Also was glaubst du, warum man sich sowas auch im Kino gerne anschaut? Weil man diesen Impuls der Rache schon, weil man den oft spürt. Also das hat was mit Minderwert zu tun. Er startet als als Simple Guy. Er möchte dazugehören. Er möchte ein Teil des Großen sein. Und wenn er am Anfang sagt, ich möchte Angestellte und Geld, sind das erstmal sehr simple Impulse. Aber die verändern sich. Und er gründet, so habe ich es empfunden, eine Art Familie. Und steht am Ende ziemlich alleine da. Er ist ein Anti-Held im klassischen Sinn. Really ein Anti-Hero. Und was mich sehr beeindruckt hat, weil es auch eine nicht so einfache Geschichte ist. Es ist kein heroisches Epos, dass auch die Frauenfiguren unheimlich stark sind. Und wenn man den Film genau sieht, dass der einfach auch einen ganz feinen Humor hat und dass das möglich ist, ja, finde ich großartig. Du hast noch nicht viele Gespräche mit Frauen gehabt, oder? Ich glaube, das hier war mein längstes Gespräch bis jetzt. What do you hope that the audience will take with them out of the film?
what is important in life, you know? Is it achieving your dreams? And what are those dreams? Is it love, family? I think there's some quite pretty big themes in there. So I think that that's what should land in an audience after going out of the cinema. But in the cinema, I just want them to have, you know, a good time, basically. Also, was kostet, also was ist der Preis für deine Ziele? Was bist du bereit aufzugeben? Und bist du in der Lage, auch Fehler einzugestehen, deine Richtung zu ändern? Du hältst dich von der Heide fern. Hast du verstanden? Sag, dass das mein Land ist und dass es das schon immer war. Es ist Land des Königs.